Nach weiteren Gerüchten um die Rückkehr von Randy Orton wird es mittlerweile immer wahrscheinlicher, dass die Viper nicht bei WrestleMania 32 auftreten kann. Das heißt im Umkehrschluss, dass das geplante IC-Title-Match gegen Dean Ambrose ins Wasser fällt. Stattdessen wird ein IC-Title-Match zwischen Ambrose und Jericho für Mania geplant, bei dem Y2J als Heel auftreten soll. Jericho ist weiterhin in den Shows verfügbar und wird vermutlich bis Anfang Mai 2016 zu sehen sein. Aktuell geht man von einem baldigen Heel-Turn des 45-Jährigen aus. Aufgrund vieler verletzungsbedingter Auszeiten bei WWE geht man aktuell davon aus, dass es bei WrestleMania dieses Jahr vermehrt zu In-Ring-Segmenten kommen soll. Somit hätte man die Chance, über den Abend hinweg eine Story zu erzählen, die immer wieder im Verlauf des Abends aufgegriffen wird. Somit könnte man ältere, aber auch jüngere Stars in die Shows einbringen, die sonst durch fehlende In-Ring-Verfügbarkeit nicht zum Einsatz gekommen wären. Die Rückkehr von Hulk Hogan zur WWE rückt laut Berichten immer näher. Der Hulkster wurde wegen rassistischen Aussagen von WWE im Jahr 2015 suspendiert, aber es könnte sein, dass die beiden Parteien sich wieder einander annähern. Die WWE möchte die mediale Aufmerksamkeit aber erst noch abflachen lassen, was den Skandal um Hogan betrifft. Mittlerweile gibt es Spekulationen über eine Rückkehr Hogans bei WrestleMania 32. AJ Styles hat gestern angekündigt, dass er beim Royal Rumble sein wird, wie das folgende Video zeigt. And there's a spot in the Royal Rumble. Es ist zwar nicht sicher, dass Styles wirklich beim Rumble debütieren wird, aber es wird immer wahrscheinlicher. Die Gerüchte um Bullet Club wurden ebenfalls von Finn Balor nach einem NXT Live Event Match gegen Sami Zayn thematisiert. Er sagte, er ist gespannt, was das Creative Team der WWE aus dem Bullet Club macht. Rusev wurde in vergangener Zeit nicht im WWE TV eingesetzt. Bei einem Live-Event in einem Match gegen Roman Reigns bestritt er jedoch mit Kniebandage ein Match.